Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Aaliyah Box von Schwester Eva. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Aaliyah von Schwester Eva. Das Ganze am 31. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das dritte Album von Schwester Eva. Wir haben hier eine ziemlich große Box und zusätzlich zu dieser Box, wenn man das Ganze bestellt hat, kam auch noch das hier an. Ein riesengroßer Bademantel, hier separat verpackt in einer Folie, in einer Plastikhülle. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, wenn die Box und separat dieser Bademantel ankommt, wie wird denn das transportiert? Und hier haben wir, wie auch damals, wie ähnlich bei der Katja Box, bei der Katja Krasavice Box, noch einen extra Karton. Der sieht so aus. Also hier ein schlichter brauner Karton. Allerdings auch dieser hier speziell gebrandet mit Schwester Eva Aaliyah Schriftzug. Hier ebenfalls, also auf beiden Seiten. Und dann haben wir hier noch einen Barcode. Und in diesem war dann eben die Box plus der Bademantel drin. So, aber wir starten immer mit der Box an sich. Bademantel geben wir derweil noch zur Seite und dann holen wir das Ganze hier mal aus der Folie. So, wo haben wir die Schweißnaht? Hier, das bietet sich gut an. Und dann schauen wir mal hinein. So, also die Box hier im Animal Print. Ich glaube, das ist Leopardenmuster, wenn mich nicht alles täuscht. Hier oben lesen wir einmal Schwester Eva, Alles oder Nix Records. Dann haben wir die Interpretin hier auch wieder komplett in Animal Print. Und hier unten der Schriftzug Aaliyah, der Albumtitel. Er ist ihrer Tochter gewidmet, die genau den Namen trägt, Aaliyah. Auch auf der Unterseite rechts, oben und links alles in Animal Print. Es klappert schon gewaltig da drin. Und auf der Rückseite haben wir einen Barcode, die Beteiligten. Und so sieht das dann aus. Jawohl. Gut, es gibt das Album meines Wissens auch regulär zu kaufen, also ohne Box. Also Box, CD und digital natürlich erhältlich. So, dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal Handschellen, sieht nur aus wie ein Schlüsselanhänger. Dann haben wir das Album an sich, die Instrumentals zum Album, einen Jahreskalender und ein Poster sowie diverse Sticker. Ich glaube, es sind. Okay, der eine ist doch nur. Doch, dreimal, ja. Drei Motive, dreifach vorhanden, also 9 Sticker. So, die Innenseite der Box, von innen die Box in weiß. Das Ganze ist eine Klappbox. Machen wir mal wieder zu. Packen die zur Seite. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So. Von der Folie, vom Plastikanteil in dieser Box sehr vorbildlich. Wir haben hier regulär nur das Album und die Schlüsselanhängerfolie. Okay. So. Gut, dann kommen wir zum Album. Wir haben hier ein reguläres Jewelcase in Schwarz. Auch hier wieder das Cover, das wir schon von der Box kennen. Allerdings der Rahmen rund um das eigentliche Bild hier nicht komplett wieder in Animal Print, sondern eben in Schwarz gehalten. Alles oder Nix Records präsentiert Schwester Eva Aaliyah.
Auf der Seite lesen wir auch wieder Schwester Eva Alia plus eine Katalognummer. Und auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier insgesamt 16 Tracks und wir haben hier Features von Bruder, Elgier, Millionär und Narco, Marco und Sami. Entschuldigung. So, dann haben wir hier die Beteiligten und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes natürlich das Booklet herausholen. So, was haben wir hier? Schwester Eva in feinster Cruella Optik mit den Dalmatinern an der Leine. Dann haben wir hier die ersten vier Tracks, inklusive Info, wer produziert hat, beziehungsweise wer gefeatured wurde. Fotos vom Videodreh und weitere Track-Infos. Muss ich ehrlich sagen, mir gefällt das Booklet sehr gut, so von der Gestalt, von der Gestaltung. Nein, ich meine jetzt nicht nur wegen den Fotos, sondern auch wegen dem Design, so dieses Schwarz-Weiß und Gold und dann auch diese geschwungene Schrift. Das hat schon was. Und dann haben wir hier noch eine umfangreiche Danksagung. Könnt ihr euch natürlich anhalten und durchlesen. Und die letzten Tracks. So, die Credits, die waren hier mittig und zwar genau hier. Falls ihr die vermisst, die habe ich hier überblättert. Und auf der letzten Seite gibt es dann auch noch hier Infos. Jawohl. Gut, das hier übrigens, das was wir hier sehen, das ist das Logo von Malanda, der neuen Marke von Schwester Eva, aber dazu kommen wir dann noch. So sieht dann die CD aus, auch hier wieder in Schwarz-Weiß und Gold gehalten. Sehr edel. Und auf der Rückseite alles oder nichts Records Logo. So, das war's zum Album. Wie gesagt, wir haben hier 16 Tracks und 5 Features drauf. Dann kommen wir zu den Instrumentals. Die kommen hier offensichtlich in einer Papphülle. Auch hier natürlich 16 Tracks drauf. Und dann schauen wir mal hinein. Die CD sieht ident aus wie die reguläre Album-CD, nur eben mit dem Zusatz hier Instrumentals. Und das Ganze in der Papphülle. So, ein Schlüsselanhänger hat es hier auch mit reingeschafft und zwar ein ganz spezieller, denn wir haben hier tatsächlich einen Schlüsselanhänger in Handschellenoptik. Also wir haben hier den regulären Ring, den man dann hier entsprechend an den Schlüssel oder wo auch immer befestigen kann. Und dann haben wir hier unten zwei Handschellen, also eine Handschelle mit natürlich zwei Stücken für die Armgelenke. Und was lesen wir hier dann? Okay, auch wieder das Malanda-Logo, das Ganze hier in Hochglanzoptik. Hier kann man das dann entsprechend einrasten, also wie bei echten Handschellen. Jawohl. Und dann haben wir hier oben, ich hoffe, man kann das sehen, ja, so einen kleinen Druckknopf, so einen Stift. Und damit kann man das dann hier wahrscheinlich wieder lösen. Ist die Frage, in welche Richtung? Ja, also wenn man diesen Druckknopf hier nach oben zieht, dann kann man die Handschelle wieder aufmachen. Ja, passend, leider traurigerweise passend zu ihrer aktuellen Lage, denn die Gute wurde ja inhaftiert. Und genau zu diesem Thema passen dann auch die Sticker, denn wir haben hier 3 Sticker in Schwarz und Rot mit dem Aufdruck Free Ever. 3 Stück im Querformat. Dann haben wir 3 Sticker mit dem angesprochenen Malanda-Logo. Also hier in diesem Logo ist eben das M, das A und das L untergebracht. So sieht das aus. Beziehungsweise, wenn man das hier nimmt, auch noch ein N. Ja, etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, je öfter ich dieses Logo anschaue, desto besser gefällt es mir. Also 3 Sticker kreisrund. Und dann haben wir noch 3 quadratische hier, auch wieder Animal Print mit dem Schriftzug Schwester Eva Alia. Quadratisch. So, dann kommen wir zum Poster. Dieses ist beidseitig bedruckt. Einmal hier im Querformat. Schwester Eva mit einem pinken Cadillac Cabrio. So sieht das aus. Also auch dieses Foto hier aus einem Videodreh. Und auf der Rückseite Schwester Eva mit einem blauen Mantel, schwarzen Stiefeln
und einem unfassbaren Kragen. Ja, und das sind Fake Lashes. Sein Vater, wenn ihr mich fragt, sieht echt heftig aus, die Augen. Also, schöne Sache, doppelseitiges Poster, einmal Querformat, einmal Hochformat. Und dann kommen wir zum Jahreskalender. Jawohl, auf dem Deckblatt haben wir hier wieder das Albumcover. Und dann haben wir hier auch nochmal eine Seite. So, und das Ganze startet dann hier im Februar. Warum? Naja, das Album ist ja jetzt am 31. Januar erschienen. Bedeutet, der Januar ist durch, deswegen starten wir gleich mit Februar. Macht auf jeden Fall Sinn. Okay, also von der Optik ist es immer so gehalten. Wir haben hier einmal den Monat und dann auf der Rückseite noch einmal groß das Foto. Man kann das sehen, ja. Auf der Rückseite einmal groß das Foto, was man hier vorne in kleineren hat. So, dann haben wir hier den März. Im März wird auf jeden Fall viel Ausschnitt gezeigt. Dann haben wir den April, den Mai, Juni. Ah, okay. Hier sieht man auch, hier sind ein paar Sachen eingetragen. Unter anderem das Ivar Release Date am 1. Juni oder auch die Haftverschonung am 20. Juni. Interessant. Dann im Juli haben wir hier den Geburtstag von Schwester Eva am 16. Juli eingetragen. Weitere Fotos im August, im September, Oktober. Hier haben wir Realität Release Date, also das erste Mixtape von Eva damals. Dann im November die Festnahme am 16. November. Und dann im Dezember nochmal das blaue Foto. Das wir schon vom Poster kennen, plus Januar 21 mit jede Menge Release-Dates. Kurva, Aliyah Geburtstag, Schwester Eva Haftantritt und Aliyah Release-Date. Gut, also, schöner Kalender, kann man sich natürlich dann zu Hause entsprechend aufhängen. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Boxinhalt. Beziehungsweise, ja, in der Box war es ja nicht wirklich, sondern neben der Box im Karton. Und zwar der Bademantel. So, es gab schon den einen oder anderen Rapper, der einen Bademantel in seine Box gepackt hat. Ich habe jetzt speziell noch den von Dame im Kopf damals. So, wir haben hier einen schwarz-weißen Bademantel. Und wie wir unschwer erkennen können, ist der hier von der Marke Malanda. In schwarz-weiß gehalten. Also primär in schwarz, dann haben wir hier in weiß die Taschen und hier in der Mitte, wo das Ganze dann hier zusammengeht, beidseitig hier mit einem weißen Streifen. Dann hier im Brustbereich auf der linken Brust dann nochmal ein Malanda-Logo hier so aufgestickt. Die Taschen links und rechts ebenfalls mit Malanda-Logo versehen. Dann haben wir hier oben die Kapuze, einerseits natürlich ein Haken, um das Ganze aufzuhängen, plus nochmal das Etikett mit Malanda. Und was lesen wir hier? Wir haben hier 100% Baumwolle, made in Turkey. Grüße gehen raus. Dann am Rücken haben wir auch wieder das Logo, das man hier natürlich auch durchsieht. So sieht das dann von hinten aus. Und die Ärmel sind dann auch hier wieder natürlich mit weiß an den Ärmeln an bunt gestaltet, ebenso wie der Gürtel. Mit diesem Gürtel kann man das Ganze dann natürlich zumachen. Hier haben wir dann die Schlaufen dafür und der Gürtel ist ebenfalls in weiß. So, der ist echt ziemlich groß. Also ich denke, da passt man sowohl als Frau als auch als Mann gut rein. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigte Bademantel, auch wenn der neben der Box liegt, aber er gehört natürlich dazu. Dann haben wir das Poster beidseitig bedruckt, einmal Querformat, einmal Hochformat. Die insgesamt 9 Sticker, dreimal quadratisch, dreimal kreisförmig und dreimal rechteckig. Die Instrumentals zum Album in der Papphülle. Die Handschellen hier, der Handschellen-Schlüsselanhänger.
Der Jahreskalender 2020 bzw. ein Monat 21 und natürlich das Album an sich Alia im regulären Jewelcase mit insgesamt 16 Tracks und 5 Features. Jawohl, das alles. In dieser wunderbaren Box Alia von Schwester Eva. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Schwester Eva unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.